Hallo und herzlich willkommen wieder hier zurück bei Herzbooster Coaching auf dem Kanal oder überhaupt willkommen an die neuen Zuschauer. Ich möchte heute mit einem Beitrag weitermachen und man so will eine Anknüpfung zu dem Thema Angst vor Konfrontation überwinden, weil das auch so ein bisschen dazu gehört jetzt hier zum Thema, wie gehe ich mit toxischen Menschen um, wie kann ich sie irgendwie handeln, wenn ich jetzt vielleicht noch nicht auf No Contact gehen kann oder wie auch immer, zumindest nicht von jetzt auf gleich. Und ja, da habe ich einfach nochmal so ein paar Tipps, Ansätze, wie man damit verfahren sollte. Auch vor allem, dass man mit sich selber so ein bisschen in der Balance bleibt. Also genau, ein wichtiger Baustein, eben habe ich schon genannt, ist die Sache mit dem Probleme ansprechen. Keine Angst haben davor, irgendwie zu unbequem zu sein oder sonst irgendwas. Wenn irgendetwas nicht stimmt, dann sieht man meist einfach schon unglaublich viel an der Reaktion des anderen, wenn man Dinge anspricht. Und das muss ja nicht wütend oder extrem aufbrausend oder was weiß ich was sein, aber einfach, dass man Dinge anspricht und dann sieht man, ob man was klären kann oder ob die Person hier völlig ausweicht und da überhaupt nicht offen für ist. Das sagt ja auch schon mal immer sehr viel aus. Dann das nächste ist natürlich, das habt ihr bestimmt schon x-fach überall sonst gehört, eben die Grayrock-Methode. Im Grunde, dass man so ein bisschen ein Stück weit, observe but don't absorb macht, also eben das Ganze irgendwie, was da von außen auf einen einprasselt, irgendwie wahrnimmt, beobachtet, aber nicht in sich aufsaugt, in sich aufnimmt, dass man das so ein bisschen vorbeirauschen lässt. Und das ist natürlich eine Methode, die es gerade jetzt vielleicht in Arbeitskontexten, wo es nicht so wahnsinnig eng ist, ganz ratsam oder auch in lockereren Bekanntschafts- oder Familienkreisen, wo man das Ganze ein bisschen auf Abstand halten kann, ist das auch ganz gut. Wobei ich auch hier echt sagen würde, also ich finde es super wichtig zu gucken, hey, ist das jetzt hier wirklich die Person so toxisch oder die Dynamik, wie auch immer, dass ich das anwenden muss? Und ich finde mal die Wohldosierung wichtig, also dass wir jetzt nicht irgendwie genauso wie die Gegenseite dann irgendwann völlig abstumpfen und alles nur noch sozusagen da vorbeirauschen lassen und eben irgendwie gar nichts mehr an einen ran kommt, so das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Das ist ja genau das, was die Gegenseite eher macht und da wollen wir ja eigentlich weg von. Das heißt, auch hier genau drauf achten, reflektiert bleiben, schauen, ist das hier wirklich angezeigt oder nicht. Und die nächste Schwierigkeit oder das nächste, was man hierbei bedenken sollte, ist einfach, dass das Methoden sind, die natürlich nicht angezeigt sind bei Kontakten, die man jetzt dauerhaft wirklich halten muss oder wo man also es ist keine Lösung, oder? Um sozusagen, wenn ich jetzt durch einen Kontakt irgendwie massiv belastet bin, weil der wirklich hochtoxisch ist und ich habe diese Person die ganze Zeit vor der Nase und bin dem ausgesetzt, dann kann ich nicht permanent Grey Rock machen oder sowas. Also ich kann dann auch nicht, also gut, da ist dann wieder die Sache, ich kann dann eher konfrontieren und gucke mir dann die Reaktion an, aber es kann halt auch sein, dass es dann je nachdem, wie eben leicht kränkbar oder was da passiert mit der anderen Person, kann es dann halt eskalieren, aber das ist ja dann auch okay, nur wenn ich halt die Person dann weiter sehen muss, dann wird es halt echt schwierig. Auch das wird dann auf Dauer problematisch, das heißt, man sollte immer überlegen, okay, was ist das für ein Kontakt? Muss ich den wirklich halten? Mal abchecken, also ist das wirklich so? Weil die Sache ist einfach die, eben diese ganzen Grayrock-Sachen und so, das kann man vorübergehend mal ja für so punktuelle Übergangslösungen, Situationen kann man das nutzen. Aber das ist keine Methode, wenn man dauerhaft diesen Dynamiken da ausgesetzt ist, weil das geht viel zu sehr an die Nieren und dann unterdrückt man wieder doch viel zu viel und das geht auf die Psyche, das geht auf den Körper, das wirkt sich psychosomatisch aus, das ist einfach nicht Sinn der Sache und geht viel zu krass an die Nieren und kann am Ende des Tages ja an Leib und Leben gehen. Das heißt, man sollte das dann immer prüfen und wenn das zu toxisch ist, wenn das zu belastend ist, dann lieber rausgehen. Also im Zweifelsfall, weil immer bedenken, auch wenn es natürlich mit viel Hickhack und Stress und
vielleicht ja, Geldaufwand, Zeit und viel Nerven auch verbunden ist. Aber es ist am Ende des Tages die Sache wert, denn wir haben halt nur dieses eine Leben, wir haben nur eine Gesundheit. Und ja, die dann völlig zerstören zu lassen von irgendwie so einem Kontakt oder so einer Interaktion, das bringt es nicht. Also das ist auf Dauer einfach zu belastend. Ja, also das sollte man immer bedenken, dass das einfach Übergangslösungen sind, aber nicht, wenn jetzt wirklich was krass einen an die Nieren geht, dann kann ich nicht, ich kann nicht jeden Tag irgendwo hingehen und x Stunden Greyrock machen und dann meinen, irgendwie mir geht es jetzt besser damit. Ja, das also muss man immer prüfen, eben, inwieweit funktioniert es. Dann finde ich einen ganz wichtigen Baustein, und ja, das hört man immer wieder, sind so die eben Grenzen setzen und auch diese Grenzen vor allem einhalten, weil das ist so, dass toxische Menschen oder ja, Menschen, mit denen man toxische Interaktion hat, diese Grenzen halt übertreten, beziehungsweise meistens ja nicht gleich mit dem Holzhammer das übertreten, sondern so testen auch. Ne? Also immer so, mal gucken, mal wie weit sie gehen können, und dann immer noch ein bisschen weiter und noch ein bisschen weiter, und dann setzt du wieder einen Stopp und dann gucken sie, ob es nicht doch geht, und drücken wieder einen anderen Knopf oder so, und da halt einfach bei sich zu bleiben, ohne jetzt aber diese Hypervigilanz auch eben dann wieder zu haben und oh mein Gott, sich gleich von allem überrannt zu fühlen und dann irgendwie hysterisch zu reagieren. Also genau da auch wieder die Balance finden, aber ganz klar Grenzen durchzusetzen und auch zu kommunizieren, okay, wenn dies nicht eingehalten wird, wenn es nicht respektiert wird, dann gibt es halt auch eine Konsequenz. Also dann muss ich mich an der Stelle rausziehen, okay, mit dem Ton kann ich so nicht weiterreden, okay, wenn ich ausgeschwiegen werde, ist es für mich ein K.O.-Kriterium, zumindest wenn, vor allem wenn dann nicht irgendwie eine Entschuldigung kommt und halt so ein Signal, dass das nicht mehr vorkommt. So. Also das sind halt alles Dinge, da muss man sich seine eigenen Werte auch klar sein und die auch irgendwie durchziehen. Und eben, wie gesagt, wie mit einem Kind, was überschritten wird, wenn da was überschritten wird, dann gibt es halt auch eine Konsequenz und dann kann ich da halt an der Stelle so nicht weiterhelfen, oder dann muss der Gegenpart sich halt überlegen, wie wichtig es ihm ist, in Kontakt zu bleiben und was er dann vielleicht halt eben dafür tut oder eben nicht. Und ja, ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann ist, finde ich, auch ein mega wichtiger Punkt, ich habe es auch schon mehrfach angesprochen und ich werde es auch weiterhin immer wieder ansprechen, dass dieses zu viel im Außen sein und zu wenig im Innen sein und auf sich spüren, in sich reinspüren, dieses bei sich einchecken, was brauche ich eigentlich, wie geht's mir hier, und diese unguten Bauchgefühle nicht wegzudrücken, sich auch wieder auf die Atmung zu fokussieren, meistens gerade in so stressigen Situationen, man verkrampft total, man verspannt sich, man ist überhaupt nicht mehr bei sich, man ist die ganze Zeit beim anderen, was soll das jetzt, hinterfragt da die ganzen Sachen und ist überhaupt nicht bei sich. Und ja, dann kann man auch nicht mehr klar denken und irgendwie weiß überhaupt nicht mehr, was einem jetzt hier noch gut tut. Und deswegen ist das so wichtig, auf sich und den Körper zu achten. Dann finde ich ein mega banal klingendes Tool, aber was einfach so, finde ich, ein Hauptschlüssel ist von diesen ganzen Sachen, die irgendwie aufzulösen und auch so anzunehmen, ist wirklich radikale Akzeptanz. Also Akzeptanz darüber, dass ich diese Dynamik wahrscheinlich nie wieder ändern werde, dass ich diesen Menschen nicht ändern kann, dass ich nur ändern kann, was mit mir ist, und ja auch anzunehmen, dass, also eben das ist, ich meine, ich finde das ja, ich bin da ja auch so ein bisschen mit diesem Co-Abhängigkeitsprinzip. Ich sage jetzt aber die co-abhängigeren Menschen oder sehr sensiblen Menschen, die auch oft dazu neigen, immer doch zu denken, hey, aber was kann ich da noch drehen? Was kann ich da noch wenden? Was kann ich hier verbessern? Wie kann ich das doch noch irgendwie kitten? Und ja, gerade diese Menschen, die halt wirklich so narzisstisch strukturiert sind, meinetwegen, vor allem so die Verdeckten, die halt auch gut getarnt sind und dann aber halt wirklich in ihrem kleinen Film leben, in ihrer kleinen Welt und sich ihre Realität über euch zum Beispiel auch unabrückbar zurechtstricken, damit sie irgendwie damit leben können, das irgendwie so abhaken und handeln können, obwohl das mit euch nichts zu tun haben muss.
Oder zum Beispiel gerade eben in der ganzen Projektion. Und das ist so schwer auszuhalten. Ich weiß das, aber das ist so wichtig, das zu sehen. Das ist deren Realität. Das ist deren Realität. Und es kann eben sein, und das ist das Abstruse und das ist das, warum es so wahnsinnig schwer zu begreifen ist und auch einfach zu akzeptieren ist. Gerade wenn man halt investiert hat in die Person oder ja, gedacht hat, irgendwie, was weiß ich, das wäre was Erhaltenswertes und so weiter, dann und man erfährt dann sozusagen in der Komplettprojektion, dass sie, was weiß ich, dass sie dann einen als Narzisst, toxisch und was weiß ich was deklarieren, obwohl sie wirklich, wenn man rückblickt und sich das Ganze anguckt, die ganze Toxik reingebracht haben durch kranke Interaktion, ja, durch Vernebelung, eben dir schwarz für weiß verkaufen und dann am Ende des Tages bei Konfrontation dich ausschweigen etc. Also wirklich, ja, wo man halt sagen muss, natürlich war es dann die Interaktion, aber irgendwie hat die Person die Haupttoxik wirklich überhaupt erst generiert und ja, spricht jetzt aber da immer davon, also zwar ein, dann kommen wieder diese Double Binds, ja, keine Täter-Opfer Haltung mehr und selber stellen sie sich aber letztendlich schon als die Guten und als Opfer und so weiter hin. Ja, das einfach zu akzeptieren, zu sagen, dann ist das so, dann ist das deren Sicht, die werde ich auch nicht mehr ändern, das ist halt dann leider so. Und da ist halt keine Selbstreflexion oder kaum, da wird halt nicht geguckt, was habe ich hier eigentlich vermasselt so. Und ja, sich dann halt aus Scham und so weiter auch nicht mehr bemüht, das irgendwie wieder zu kitten. Das einfach mal anzunehmen, einfach zu sagen, hey, das ist nicht mein Film, das ist deren Film. Und die können das nicht annehmen, die können es nicht integrieren, die können es nicht so sehen, die können sich dafür dann einfach nur wieder verstecken und schämen und das halt auf diese Art dann aber irgendwie verarbeiten, dass sie halt euch das drüber stülpen und so weiter. Es einfach irgendwann akzeptieren und sagen, hey, ja, ich kann es nicht ändern. Es ist nicht mein Film und dann bin ich jetzt okay damit. Dann lasse ich ihn in dem Glauben oder sie und dann ist es halt leider so. Aber ich kann nur auf mich gucken und kann, ich weiß, was war, ich weiß, was passiert ist und ich weiß, was meins war und was nicht. Und ich bin jetzt gut damit. Und ich akzeptiere das einfach. Die sind auf ihrer Reise. Die gehen ihren Weg und ihr geht euren Weg. Und das zu akzeptieren manchmal, dass dieser Weg halt dann nicht zusammengeht, das ist, ja. Und dass sie da in einem crazy Film unterwegs sind, das ist einfach so. Und das muss man so hinnehmen, das muss man so akzeptieren. Und wenn man das mal gemacht hat, dann ist man schon einen großen Schritt weiter. Also auch so in Richtung Heilung ist das wirklich, wirklich einer der Schlüssel, ja, dahingehend, dass man das halt einfach akzeptiert. Dann aber zurück jetzt zur Situation, wenn man jetzt beispielsweise ja, wieder in Arbeitskontexten oder in lockereren Bekanntschaften oder dergleichen, gilt natürlich das Prinzip, nicht zu viele persönliche Informationen rausgeben, am besten gar nichts. Hier kann man auch das Prinzip nutzen, dass man zum Beispiel, ja, was heißt, doch manchmal hat man ja Glück, dass gerade so toxische Menschen sehr gerne über sich reden und man dann einfach auch den Fokus wieder flippen kann, wenn irgendwelche Fragen kommen, sozusagen persönlicher Art und man will darauf nicht im Detail eingehen, dann halt einfach lapidar, oberflächlich bleiben, kurz was dazu sagen und dann einfach irgendwie umdrehen und ja, hey, wie ist es denn bei dir? Und natürlich nicht, ne? Ganz wichtig, jetzt nicht wie bei dem therapeutischen Gaslighting, dass wenn man wirklich Scheiß gebaut hat oder so, dass man dann irgendwie den Fokus umswitcht und sagt, das ist dein Thema. Also das ist jetzt natürlich nicht gemeint damit. Ja, wir wollen ja nicht auf die Schiene gehen, sondern konstruktiv für uns bleiben irgendwie. Und ja, also einfach von sich halt wieder ein bisschen weglenken und sozusagen keine sehr intimen Informationen rausgeben, die dann am Ende des Tages nur wieder ja, ausgelesen, ausgescannt werden und gegen dich verwendet werden können. Genau, das, darum geht es halt einfach. Aber wie gesagt, man kann eben, wenn man so kleine Infos rausgibt oder Erlebnisse, man kann dann manchmal ganz gut testen, wie ist die Reaktion und ist da Empathie oder nicht. Aber das muss man ja jetzt bei so oberflächlichen Sachen, muss man das einfach nicht.
Also das muss ja nicht sein. Deswegen lieber irgendwie recht lapidar bleiben. Dann ist noch so ein Schutz. Also man kann jetzt wirklich bei so belastenden Gesprächen oder Interaktionen kann man sich, also sensible Menschen sind ja meistens, haben ja meistens den Vorteil, wenn man so will, trotz aller Nachteile auch, aber haben ja auch den Vorteil, dass sie recht kreativ sind. Das heißt, man kann sich da auch so einen Schutz visualisieren. Also da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, dass man irgendwie so einen Schutz um sich rum hat, irgendeine Art, eine Form von Schutzschild, wie das dann aussieht oder was eine bestimmte Farbe hat, je nachdem, was halt zu euch passt. Oder man kann sich eine Glasscheibe visualisieren, zum Beispiel zwischen euch und der anderen Person. Man kann auch, das passt ja ganz gut, weil im Grunde genommen, wenn man es wirklich mit so einer narzisstisch strukturierten Person zu tun hat, dann sind die ja im Grunde genommen ja wirklich kleine Kinder im erwachsenen Körper. Und man kann sich das dann in diesen Interaktionen, man kann sich dann so einen Schritt zurückgehen und sich so ein Stück abgrenzen, wenn man sie auch dann tatsächlich so als Kleinkind sich vorstellt, dann kann man auch ja so ein bisschen Humor reinbringen oder also so bitter es auch ist, aber man kann dann so ein bisschen eben Abstand dazu gewinnen, stellt Distanz her und man kann es ein bisschen humoriger vielleicht nehmen und kann sich denken, okay, jetzt krass im Schattenkind wieder unterwegs und ja, jetzt muss ich das für mich so nicht nehmen, sondern ich kann es ein bisschen mit einem Lächeln vielleicht irgendwie einfach mal reden lassen und ein bisschen an mir vorbei strudeln lassen und dann ja, kommt das halt besser, als wenn man alles so auf die Goldwaage und alles so extrem in sich aufsaugt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch noch, ja, dass man also verknüpft mit der Selbstachtsamkeit, also dass man um seine Wunden Bescheid weiß, dass man beobachtet, hey, wie lange verletzt mich eigentlich so eine Bemerkung zum Beispiel und, oder von wem und warum? Was ist das? Was triggert es jetzt hier an? An was erinnert es mich? Und dann kann ich das auch besser, ja, wenn ich das besser greifen kann und darüber besser Bescheid weiß, dann kann ich mir das angucken für mich, kann es vielleicht auch mal niederschreiben und mich damit auseinandersetzen und das dann irgendwo auflösen und bin dann nicht mehr so, gehe dann nicht mehr so auf 180, wenn da irgendwie jemand sowas versucht, beziehungsweise auch immer wieder das Wissen rausholen oder das Bewusstsein wecken, hey, was passiert hier eigentlich, was versucht vielleicht jemand hier, ne? Was drückt der für Knöpfe und warum regt mich das so auf und wie lange? Kann ich jetzt an meinen Platz zurückgehen und bin dann wieder beruhigt oder regt mich das jetzt den nächsten Tag, Woche, Monat oder noch viel länger auf und warum ist das so, was ist das? Finde ich auch ganz wichtig und gehört einfach auch zu diesem Punkt Selbstachtsamkeit. Wenn ich meine wunden Punkte kenne, bin ich dort auch doch weniger angreifbar und fall weniger sofort in dieses komplett Unbewusste, ja, was ja eben bei den Narzissten halt auch gerne dann passiert. Einmal irgendwie auf die Mine gelaufen und dann geht der Vulkan los und du kannst es nicht mehr stoppen, ne? Also dann passieren eben diese ganzen passiven Aggressionen oder Direktaggressionen und da gibt es kein Halten mehr und der Rollladen ist unten. Damit wir nicht in diese Falle tappen, ist eben diese Selbstachtsamkeit und dieses immer wieder sich diese Dinge auch anschauen. Wirklich in jeden Tag eine Form von Psychohygiene betreiben, das ist schon echt auch ein wichtiger Schlüssel. In Kombination dann auch, dass man eben nicht diese ganzen Projektionen und diese ganzen, gerade was da ja passiert, diese Manipulationen über Schuld, Scham und so weiter, diese ganzen Emotionen, dass man das einfach nicht annimmt. Also das ist auch ein wichtiger Schlüssel, dass man einfach weiß, okay, das ist das Paket von der anderen Person und die will jetzt hier, muss jetzt hier, um das so für sich zu verarbeiten, wie auch immer, über mich überstülpen. Und ich muss es nicht annehmen, ja. Also klar, das heißt nicht eben alles abzubügeln, was von irgendwem kommt, aber wenn es halt wirklich so eine toxische Person ist oder so eine Interaktion, dann ist es deren Paket und die sind eben auf ihrer Reise und ackern da ihr Zeug ab und das ist nicht meins. Es hat mit mir dann in dem Fall einfach nichts zu tun, beziehungsweise ich muss mir den Schuh nicht anziehen.
Und das ist so wichtig und sich das immer wieder auch zu sagen und das mit eben dieser Distanz zu schaffen, ist ein Riesenschlüssel. Sich nicht in ihre Dramen reinziehen zu lassen. Und das ist schwierig, das weiß ich, aber ist ein ganz wichtiger Punkt. Und eben, das heißt nicht, alles jetzt an sich abprallen zu lassen und gar nicht mehr reflektiert zu sein und gar nicht mehr sich auseinanderzusetzen, weil dann ist man eben wieder auf der anderen Seite oder sich sofort übertrampelt zu fühlen. Aber einfach das ist diese Gratwanderung, oder? Und das immer wieder austesten und auch immer wieder sich hinterfragen, okay, was geht hier vor sich und was versucht hier jemand? Und ist es hier was Erhaltenswertes, wo ich noch was reingeben kann? Oder muss ich hier mich einfach klar abgrenzen und sagen, Moment mal, nee, ich lasse mir hier den Bullshit nicht überstülpen. So, und das ist, ist ganz wichtig zu unterscheiden und deswegen immer wieder diese Psychohygiene irgendwie zu machen. Genau, das sind jetzt eigentlich die wichtigsten Tipps so für, wie kann ich mit solchen Interaktionen irgendwie umgehen. Aber nochmal, ich finde es auch einen ganz wichtigen Schritt, immer zu prüfen, ist es wirklich so, dass ich diese Interaktion haben muss, dass ich damit umgehen muss? Weil es ist eben auch Selbstachtsamkeit, das zu unterscheiden und sich da ein Inventar irgendwie zu schaffen, wen ich wirklich, mit wem ich wirklich irgendwie interagieren muss und mit wem halt doch eben nicht. Und wo geht es mir einfach zu krass an die Nieren? Und wie gesagt, ist es dann am Ende des Tages nicht wert. Wir haben nur diese eine Gesundheit. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Und manche Dinge sind es einfach nicht wert, weil sie einfach viel zu sehr an die körperliche, psychische und Gesamtgesundheit gehen. Und deswegen, ja, finde ich es super wichtig, da einfach achtsam zu bleiben mit sich und wirklich zu hinterfragen, wo lohnt es sich, was reinzugeben und was braucht es und was braucht es einfach nicht. Und wo reibe ich mich nur unnötig auf und gebe einfach so viel unnütz Energie ab, was nicht sein muss. Energie, die ich anderweitig nutzen kann für gute Sachen und die ich brauche und die ich auch haben möchte, eben auch für schöne Dinge im Leben, ja. Das ist ganz wichtig. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde an dem Thema auch weiter dranbleiben. Ist klar, genau wie eben generell das Thema, was können wir besser machen? Besserer Schutz, um nicht wieder in derartige Dinge reinzurasseln und so weiter. Und genau, da bleibe ich auch an diesen Themen dran und teilt es gerne wieder mit in den Kommentaren und ja, unterstützt gerne weiter den Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!